Ein Bier bitte. Danke. Ist gut hier, ne? Jo. Ich sag, ist gut hier, ne? Ich glaub's nicht. Das gibt's doch nicht. Tom! Kennst du mich nicht mehr? Ja. Na klar! Das gibt's doch nicht! Das kann doch wohl nicht sein! Leck mich am Arsch! Ja, später vielleicht! Was machst du denn hier? Ich studiere hier! Was? Wirtschaft! Das! Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Zumindest, wenn nicht noch länger. Komm, du alte Dachlatte, komm, lass dich umarmen. Mensch, Junge, das ist ja großartig, meine Freunde. Das kann doch gar nicht wahr sein. Mann, wir haben uns ja so lange nicht gesehen. Mensch, du siehst gut aus. Junge, siehst du gut aus. Ja, du, ich meine, wie siehst du denn? Also, ich meine, du siehst auch gut aus. Ja, ich sag, man muss nur die Figur dazu haben, kannst du alles fragen. Aber du siehst richtig gut aus. Junge, dir geht's gut. Ich wette, dir geht's richtig gut. Ach, komm, hör auf, mir geht's beschissen. Oder? Ach, komm, echt. Also ich komme von einer Geschäftsreise nach Hause. Ja. Und dann will meine Frau mich vom Flughafen abholen. Ja. Heike, kennst du doch noch? Natürlich, Heike, ja sicher. Ja, Heike, na klar. Heike will mich vom Flughafen abholen. Ja. Da ist sie erstmal nicht da. Komisch, fahre nach Hause, dann ist die Wohnung leer und Heike ist weg. Wie weg? Abgehauen. Durchgebrannt. Verschwunden. Weg halt. Toll. Was? Na stell dir mal vor, sie wäre nicht abgehauen, deine Heide. Heike. Wenn sie nicht getürmt wäre, deine Hede. Heike. Wenn sie nicht durchgebrannt wäre, deine Heidi, wärst du dann heute Abend hier? Hätten wir beide uns wieder getroffen? Mensch, wir hätten uns vielleicht nie wieder getroffen. Das wäre schrecklich gewesen, Bruder. Mensch, Junge, hast du ein Glück, dass du mich getroffen hast. Ich trinke auf deine Honey. Auf Henny! Aber ist gut hier, ne? Jo. Sag mal, erinnerst du dich eigentlich noch an Kurt? Nee. Heftchen. Ah! Kurt! Den sie erwischt haben auf dem Schulklo. Die alte Drecksau mit seinem Heftchen. Wie geht's ihm denn? Du, der ist tot. Stell dir vor, der geht kurz Zigaretten holen. Da sagt zu seiner Frau noch, ich geh kurz Zigaretten holen. Und du kennst ihn, er hat sie geholt, die Zigaretten. Auf dem Rückweg läuft er über die Straße, in dem Augenblick kommt ein Tanklastwagen und... Patsch. Wie Patsch? Der war sowas von platt. Was? Der war sowas von platt. Der war platter noch als ein Heftchen. 2 Stunden mussten sie wegen dem die Straße sperren. Hochdruckstrahler. Mit Hochdruckstrahlern von der Feuerwehr haben die versucht, den von der Straße zu kratzen. So, mir hat mal einer erzählt, wie wir das machen bei Personenschäden bei der Bahn. Einer, der sich auskennt, also ein Lokführer. Und der hat gesagt, und ich glaube dem das, der hat gesagt, alles, was kleiner ist als eine Faust, bleibt liegen. Das können die doch nicht machen. Ja, jetzt mach dich mal locker, aber Heftchen ist ja nichts liegen geblieben. Der war ja noch am Stück. Wie war der? Der war nur ein bisschen breiter. Was? Flächiger. Flacher. Jetzt habe ich's, der war flundrisch. Flacher Fisch, Flunder, flundrisch. Keine schöne Geschichte. Aber sowas von überhaupt keine schöne Geschichte. Aber ist gut hier, ne? Blond. Weizenblond und solche Ohren hatte die. Wer? Na, die vorne drauf war auf der Titelseite von dem Heftchen. Martina. Die Frau auf der Titelseite hieß Martina? Nein, meine Frau heißt Martina. Woher soll ich denn? Du bist verheiratet? Natürlich. Nee. Na klar. Ach, hör auf. Klar. Das hab ich gar nicht gewusst. Doch. Seit wann das denn? Schon immer. Mensch, Glückwunsch. Danke. Das ist ja toll. Ja. Martina! komm, weiß ich, was ist denn los? Komm, sag bloß, Martina hat dich verlassen. Ja! Nee, komm, vielleicht du
vielleicht liegt das gar nicht unbedingt an dir. Das stimmt nicht. Vielleicht wollte sie bloß mal eine Auszeit. Wieso, was für eine Auszeit? Vielleicht hat sie einfach bloß mal ihren Lebensmittelpunkt. Was ist das denn? Lebensmittelpunkt? Oder warst du mal mit ihr in Südtirol? Was? Wovon denn? Du verdienst doch nicht schlecht mit deinen Fischbrötchen. Habe ich aufgehört. Bitte? Mit den Fischbrötchen habe ich aufgehört. Ist nicht gut für unser Intimleben, hat sie gesagt. Die Fischbrötchen? Nein, Martina. Aber das hat doch sicherlich geholfen, eurem Intimleben. Was? Dass du aufgehört hast. Womit? Mit den Fischbrötchen. Ach so, ja, na klar. Aber ich war doch dann arbeitslos. Wie lange denn? 12 Jahre. Wie kommt das passieren? Du, ich habe einfach Glück gehabt. Und dann hat Martina angefangen, sich in Kneipen rumzutreiben. Gott, Alkoholikerin? Nee, die hat mich gesucht. Ich habe halt versucht, nicht mehr so oft zu Hause zu bleiben. Schon klar. Ich bin halt immer länger sitzen geblieben in der Kneipe, damit das Madampchen ihre Freiheit hat. Ne? Und dann ging eigentlich alles ganz schnell. Ja? 2 Monaten war mein Erbe versoffen, 4 Wochen hat ihr Sparbuch noch gereicht, mich über Wasser zu halten. Dann habe ich den Schmuck versetzt, angefangen, die Möbel zu verkaufen. Und als ich eines Morgens nach Hause komme, um ihre Pelzjacke abzuholen, da ist die weg. Pelzjacke? Martina, mit ihrer Pelzjacke. Im Hochsommer. Verstehst du das? Ich meine, ist doch was passiert. Da läuft doch ein Ding. Ich meine, eine junge, hübsche, intelligente Frau verschwindet doch nicht einfach so im Hochsommer mit einer Pelzjacke. Da läuft doch was! Psst. Aber ja. Aber hast du schon mal gehört, dass ein Saudi-Araber bis zu 3000 Frauen haben kann? Was? Von mir hast du es nicht, ich habe nichts gesagt. Komm, lass uns über was anderes reden. Warum rufen Sie nicht einfach an, deine Heike? Na bitte, geht doch. Vielleicht hat ihr Lust, einen mitzutrinken. Mensch, Jörg, Heike ist doch weg. Entführt? Auszeit! Saudi-Arabien? Südtirol! Mein Gott. Fällt dir denn gar nichts auf? Mensch, Tom, Saudi-Arabien, Südtirol, zweimal zwei Worte. Die ersten fangen mit S an. Saudi, Süd, dann Arabien. Arabien fängt mit A an. A ist der erste Buchstabe im Alphabet. Gott, Mann, Numerologie. Und dann T. T ist der 21. Buchstabe im Alphabet. 2 plus 1 gleich 3. Quersumme, Trinität, Jupiter. Aber jetzt kommt's. T von hinten gezählt im Alphabet ist der 7. Buchstabe. 7 steht für Geburt, Tod. Ach du Scheiße. Südtirol ist der Deckname für Saudi-Arabien. Ja, klar. Was? Du sollst glauben, die sind Südtirol, aber das ist schon längst in Saudi-Arabien. Wer kann bis zu 3000 Frauen haben, der Saudi-Araber? Woher hat er die denn? Jörg. Aus Deutschland. Ach komm. Na klar. Die kommen hierher, packen die ein über die polnische Grenze, ab durch den Ural, rüber nach Saudi-Arabien. Auf Kamelen. Ach Gott, doch auf. Im Höcker. Jörg, bitte. Und dann werden die verhöckert. Jörg. Ich hab's doch gesehen mit eigenen Augen. Martina wurde entführt. Wie deine Heike. Jörg, warst du schon mal beim Arzt? Ja, na klar. Und? Die sagen, ich bin krank. Jörg, mach dir nichts. Finden aber nichts. Nur der Dr. Bück. Wer? Dr. Bück, mein Therapeut. Der hat mir geholfen, ist ein guter Mann. Dr. Bück ist oh. Tom, ich merke gerade, ich muss schiffen. Mensch, hast du ein Glück, dass du mich getroffen hast. Wenn man als Saudi-Araber Bier saufen dürfte, wird glatt Moslem werden. 3000 Frauen und saufen, das wäre eine Weltreligion. Ja. Da brauchst du keinen Abendgeburtstag mehr.